Ich rufe auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Tagesordnungspunkt 10. Das ist der Antrag der SPD-Fraktion der Freien Demokraten, Fraktion DIE LINKE zum Thema Livestream der Plenarsitzungen des Hessischen Landtages. Und gleichzeitig haben wir vorhin beschlossen, unser ehemaliger Präsident hatte so eine schöne Sache, die er in der Schule gelernt hat. Wenn es zu laut ist, einfach schweigen. Mit dem Antrag Nummer 10 rufe ich auf den Antrag Nummer 26. Das ist der dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu demselben Thema. Wir haben beschlossen, dass wir 5 Minuten Redezeit pro Fraktion haben. Und als Erster hat sich für die Antragsteller des ersten Antrags der Kollege Dr. Wilken gemeldet, und er hat jetzt auch das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich mache jetzt einmal etwas ganz für mich Außergewöhnliches. Ich zitiere nämlich als Erstes einmal den Vorsitzenden der GRÜNEN-Fraktion aus der Geschäftsordnungsdebatte, um vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Sie haben gerade gesagt, Herr Wagner, lassen Sie uns die Rituale der letzten Legislaturperiode ersparen. Darum werbe ich jetzt. Und lassen Sie uns zeitgleich die Fehler der letzten Legislaturperiode gemeinsam korrigieren. Meine Damen und Herren, es geht schlicht und ergreifend darum, was in vielen Landtagen selbstverständlich ist, was auf vielen unserer Politikveranstaltungen, unserer Parteitage selbstverständlich ist, dass wir einen Livestream haben unserer Beratungen, damit Menschen unseren Beratungen folgen können, die nicht im Raum anwesend sind. Wir haben seitens drei Oppositionsfraktionen diesen Antrag gemeinsam eingebracht, der sich schlicht und ergreifend nur dafür ausspricht, dass wir eine schon einmal gewesene Möglichkeit wiederherstellen, nämlich eine Livestream-Übertragung zu ermöglichen. Seit 14.22 Uhr heute, am heutigen Tag, bin ich optimistisch, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Seitdem liegt nämlich ein Antrag der Regierungsfraktionen vor, die im Grunde genommen den Weg beschreiben, wie wir zur Umsetzung unseres Antrags kommen. Von daher bin ich der Meinung, dass wir offensichtlich die Zielgerade gemeinsam beschreiten können, dass wir in der Moderne endlich wieder ankommen und auch der Hessische Landtag einen Livestream zukünftig wieder anbietet. Ich hoffe nicht, dass das auf dem Weg irgendwie am Klein-Klein von irgendwelchen Finanzierungen scheitert. Meine Damen und Herren, wir werden, so ist zumindest mein Kenntnisstand, diese beiden Anträge konstruktiv beraten. Wir werden Zuarbeit von der Verwaltung brauchen, die mit Sicherheit liebend gerne bereit ist, uns notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber lassen Sie uns gemeinsam den politischen Willen ausdrücken. Zur Transparenz von Politik gehört es, dass es einen Livestream unserer politischen Beratungen auch in Hessen gibt. Dann wären wir wieder modern. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege Dr. Wilken. Für den zweiten Antrag für die Antragsteller darf ich den Kollegen Martin von den GRÜNEN bitten, nach vorne zu kommen und einen Beitrag zu leisten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, worum es in dieser Debatte nicht geht, Herr Dr. Wilken. Es geht nicht um die Frage, ob wir Transparenz wollen oder ob wir keine Transparenz wollen. Ja, selbstverständlich wollen wir die Transparenz. Dieses Parlament und wir als Politikerinnen und Politiker, wir leben doch davon, dass sich Menschen einbringen können, dass sie sich informieren können und dass sie wissen, was hier passiert. Sondern heute geht es vielmehr darum, und darum haben wir auch mit der CDU gemeinsam als GRÜNE einen Antrag eingebracht, welche Instrumente, welche attraktiven,
Instrumente wir den Bürgerinnen und Bürgern an die Hand geben, damit sie sich genauso in die hessische Landespolitik einbringen können. Und wie wir aus den verschiedenen Instrumenten, die es schon gibt, optional mit der Erweiterung weiterer Instrumente, wie wir daraus ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtkonzept stricken können. Ein Instrument, das haben wir getestet, das war ein Livestream. Und wir haben festgestellt, dass täglich gerade einmal 120 Menschen diesem Livestream gefolgt haben. Und an der Stelle kann man argumentieren auch mit, ja gut, der Livestream hatte nicht genug Zeit, sich zu etablieren. Wir müssen aber doch vor allem feststellen, wenn diese 120 Menschen, die im Durchschnitt täglich dem Livestream gefolgt haben, wenn die gerade einmal ein Durchhaltevermögen von 2,5 Minuten in der Debatte hatten, dann müssen wir doch feststellen, dass dieses Instrument offensichtlich nicht attraktiv genug war. Da können wir doch die Augen nicht vor verschließen. Dieses Instrument war nicht attraktiv genug. Und ich wäre Ihnen wirklich dankbar gewesen, den Kolleginnen und Kollegen von SPD, Linksfraktion und FDP, wenn Sie die Debatte genutzt hätten und hätten mit uns darüber sprechen wollen, welche Instrumente wären denn attraktiv? Was kann man denn tatsächlich für mehr Transparenz tun? Wie können wir die bestehenden Angebote erweitern? Das haben Sie aber nicht, sondern stattdessen wollen Sie ein altes Angebot, ein offensichtlich nicht attraktives Angebot, einfach wieder aufwärmen und genauso wieder einführen, meine Damen und Herren. Sie haben sich mit drei Fraktionen zusammengesetzt, und raus kam ein Satz. Ein Satz, meine Damen und Herren, so viel war Ihnen dann die Transparenz an der Stelle wert. So viel Arbeit haben Sie sich damit gemacht. Damit versuchen Sie leider nur, Transparenz vorzutäuschen in dieser Debatte. Das soll doch niemanden wirklich dazu bewegen. 120 Menschen schauen den Livestream, und wir sollen genau dieses Instrument wieder einführen. Wir nehmen die Gelegenheit gerne auf, wollen ein Gesamtkonzept an der Stelle erarbeiten, werden uns anschauen, was machen die anderen Parlamente in den anderen 15 Landtagen, was macht der Bundestag, was macht das Europaparlament, und werden dann schauen, welche Instrumente gibt es, die wir sinnvoll und attraktiv den Bürgerinnen und Bürgern an die Hand geben können. Und ja, eines dieser Instrumente kann ein wie auch immer gestalteter Livestream sein. Aber vielleicht gibt es auch noch Möglichkeiten, die noch schneller, noch besser, noch attraktiver sind für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann kam eben der Zwischenruf des Geldes. Natürlich lassen wir uns die Transparenz dann auch etwas kosten. Das ist ja vollkommen klar. Aber gestatten Sie mir als Finanzpolitiker doch auch die Anmerkung, Kosten und Nutzen müssen schon in einem einigermaßen guten Verhältnis zueinander stehen. Und da bleibt ja dann kaum einer übrig, wenn ich mir überlege, wer hat denn überhaupt die Chance, einen Livestream zu folgen? Wer hat denn die Chance, beispielsweise morgens einer Debatte live zu folgen? Ist das denn wirklich das Nonplusultra-Instrument, um politische Transparenz zu gewährleisten? Ich bin da vollkommen offen und neutral. Oder gibt es nicht andere Instrumente, die besser geeignet sind? Und zum Schluss möchte ich noch eine Bitte an Sie richten, vor allem an die Kolleginnen und Kollegen von SPD, FDP und LINKEN. Bei der nächsten Veranstaltung, auf der Sie sind, wo Sie öffentlich vor Menschen sprechen, machen Sie sich da einmal genauso viel Arbeit wie bei Ihrem Antrag. Formulieren Sie einmal einen Satz den Menschen gegenüber und sagen Sie denen, dass es alle Debatten des Hessischen Landtags thematisch sortiert, mit Untertiteln, jederzeit abrufbar auf YouTube gibt. Dafür brauchen Sie auch nur einen einzigen Satz, mit dem kleinen Unterschied, dass Sie da mit dem Satz wirklich etwas für die Transparenz getan haben. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Das Haus gratuliert Ihnen zu Ihrem ersten Redebeitrag im Hessischen Landtag. Jetzt darf ich den Kollegen Bellino aufrufen und frage nicht nach, der wievielte Beitrag das ist. Die Parlamente und Parlamentarier sind immer gut beraten, wenn sie für sich werben und insbesondere, wenn sie für den Parlamentarismus werben, für unsere Demokratie, für unsere Debatten, die wir auch in diesem Haus führen. Und vor allen Dingen auch darüber berichten, was wir tun, denn da wird ja mitunter in der Öffentlichkeit auch ein anderes Bild erzeugt als das, was hier wirklich geschieht.
Das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Da leisten unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landtag, aber auch die Fraktionen heute schon sehr gute Arbeit. Ich erinnere an die zahlreichen Materialien, die von der Landtagsverwaltung bereitgestellt werden. Ich erinnere an den hervorragend funktionierenden Besucherdienst, aber auch an die Schülerparlamente und mehr, was alles schon in der vergangenen Legislaturperiode und auch davor realisiert wurde. Ich bin auch sicher, dass der angesprochene YouTube-Kanal oder die YouTube-Lösung, die der Vorredner bereits angesprochen hat, ein wichtiger Baustein dieser Kommunikation und dieses Wärmen für Parlamentarismus darstellt. Ich erlaube mir auch den Hinweis, dass das, was wir damals, die Idee kam übrigens von uns, Herr Dr. Wilken, Herr Kollege Wilken, und nicht von anderen, dass diese YouTube-Lösung einen weitaus höheren Bedarf oder Nachfrage auslöst, als dass der vorher existierende Livestream zu leisten in der Lage war. Hinzu kommt, dass diese Lösung, wie wir sie jetzt haben, in der Tat ein oder zwei Tage später verfügbar ist, barrierefrei, denn diese Sequenzen sind entsprechend untertitelt, und dass man vor allen Dingen durch die Archivlösung, die damit einhergeht, auch in der Lage ist, ganz gezielt nach Debattenbeiträgen oder nach thematischen Aufgabenstellungen zu suchen. Das ist gerade auch für Schülerinnen und Schüler, natürlich auch für Erwachsene mit Sicherheit eine zusätzliche Serviceleistung, die nicht zu unterschätzen ist. Man muss sich also nicht einen ganzen Tag vor den Fernseher setzen und warten, bis endlich der Tagesordnungspunkt, der einen interessiert, aufgerufen wird, sondern man hat die Möglichkeit, hier auf diese Archivleistung zurückzugreifen. Und diese YouTube-Lösung ist immer abrufbar. Das darf man alles nicht vergessen. Dennoch, und auch darauf wurde hingewiesen, deshalb haben wir auch einen entsprechenden zweiten Antrag eingebracht. Wenn es noch bessere Lösungen gibt, gerne, dann sind wir offen. Aber ich bitte auch immer zu realisieren oder zu beachten, wie die Kosten-Nutzen-Relation sich darstellt. Und da ist die jetzige Version deutlich preiswerter und nutzbringender als das, was vorher angedacht wurde, was hier auch in Ihrem Antrag als Livestream dargestellt wurde. Es waren 120 Aufrufe, das wurde gesagt, was man bitte auch bedenkt. In der laufenden Legislaturperiode sind das Millionenbeträge, die dann auffallen, 150.000, knapp 1 Million, die dort realisiert werden muss. Und da gilt es wirklich zu überlegen, ob das besser ist als die jetzt existierende Lösung. Aber, und deshalb haben wir den zweiten Antrag eingebracht, und ich denke, wir werden das im Ältestenausschuss auch mit Begleitung der Verwaltung diskutieren. Wenn es bessere Lösungen gibt, wenn man das optimieren kann, gerne. Aber bitte immer die Kosten- und die Nutzeneffekte entsprechend realisieren. Und ich würde auch, und das haben wir im Vorfeld getan, auch mit den Betroffenen sprechen, weil es ja auch dann ganz schnell heißt, Gebärdendolmetscher, das Ganze soll dann barrierefrei sein, dass eben hier live übertragen wird und auch parallel auch live dann entsprechend die Gebärdendolmetscher zur Sprache kommen. Ich wäre da vorsichtig oder würde Ihnen empfehlen, das zu tun, was wir getan haben. Die betroffenen Verbände fragen. Von denen hört man ziemlich deutlich, dass diese jetzige Regelung mit der Untertitelung, wo man in der Tat das dann auch lesen kann und auch anhalten kann und wiederholen kann, besser ankommt als diese simultane Gebärdensprache. Herr Weiß, ich berichte doch nur, das können wir doch alles im Ältestenausschuss entsprechend diskutieren. Deutlich möchte ich nur sagen, die jetzige Lösung, die wir haben, ist transparent, und sie wird vor allen Dingen weitaus mehr genutzt als die vorherige Lösung, die Sie jetzt hier anscheinend immer noch hochloben wollen. Besten Dank. Wir bedanken uns bei Herrn Kollegen Bellino. Als Nächsten darf ich den Herrn Kollegen Gagel von der AfD aufrufen. Präsidentin. Ja. Mikro? Muss ich, wo schalte ich es ein? Jetzt? Okay. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben es hier mit dem gemeinsamen Antrag von SPD, der Linkspartei und der FDP mit einem sehr bemerkenswerten Antrag zu tun. Deshalb, weil zwei dieser Parteien, nämlich LINKE und SPD, auf Kreisebene gegen einen Livestream und Transparenz argumentieren, hier im Landtag aber dafür sind. So haben beispielsweise die SPD und die LINKE im Rhein-Gottaunus-Kreis und im Kassel-Land ein Live-TV aus dem Kreistag abgelehnt. Vielleicht, weil es ein Antrag der AfD war. Die Antragsteller sprechen
sogar bezüglich der angeführten Argumente Demokratie und Öffentlichkeitsarbeit gegenüber dem Bürger von einem mitteleuropäischen Standard. Das Beispiel mit den hessischen Kreistagen, diese gehören eindeutig zum Mitteleuropa, Herr Weiß, das wissen Sie genau, zeigt, SPD und LINKE machen an vielen Stellen und vielen Ebenen orientierungslose Hü-Hott-Politik. Und dann kommt da noch ein Antrag von CDU und GRÜNEN jetzt hinzu. Dieser konkurrierende Antrag läuft darauf hinaus, sich erst einmal einen Überblick über bestehende Angebote und Kosten zu machen. Da frage ich Sie, wo bleibt denn eigentlich Ihr grundsätzliches Bekenntnis zur Digitalisierung? Und die Transparenz kommt selbstverständlich auch noch hinzu, Herr Martin. Ich habe kein einziges Mal das Wort Transparenz bei Ihnen gehört. Sie wollen hier im Landtag die Landtagsverwaltung das Rad neu erfinden lassen. Sie wollen sich erst einmal informieren, welche Angebote es gibt. Das Rad brauchen Sie nicht neu zu erfinden. Die Angebote liegen alle auf dem Tisch. Das können Sie nämlich sehen, was in anderen Bundesländern und auch der Bundestag letztendlich für Livestream-Lösungen haben. Wir nehmen uns ein paar Beispiele. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz beispielsweise haben ein Live-TV. Im Fall Baden-Württemberg ist es barrierefrei mit Gebärdensprache, im Fall Thüringen nicht. Technisch sollte also die Live-Schaltung ins Internet keine hohen Kosten verursachen. Die Schaffung von Transparenz ist also mit einfachen Mitteln zu erreichen. Ob man dieses dann ergänzt mit Gebärdensprache, wie wir es schon einmal hatten, oder Untertiteln, davon soll die grundsätzliche Entscheidung doch nicht abhängen. Auch sollten wir uns von vergleichsweise geringen Nutzerzahlen nicht abstrecken lassen. Im Jahr 2014 nutzten den Livestream im Durchschnitt 120 Personen, wie das hier schon erwähnt wurde. Seitdem ist doch aber die Digitalisierung, von der Sie immer reden, erheblich fortgeschritten. Und nach den Wünschen der Regierungskoalition soll sie ja doch ganz besonders schnell jetzt fortschreiten. Dann verstehe ich also nicht, warum Sie mit Ihrem Antrag, mit dem konkurrierenden Antrag von CDU und GRÜNEN, das ganze Ding noch weiter verzögern wollen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass das politikinteressierte Publikum mit dem Livestream auf einfache Art und Weise mit Informationen direkt aus dem Landtag versorgt wird, und zwar in Echtzeit. Das halten wir für einen großen Fortschritt. Und unabhängig davon, Herr Bellino, unabhängig davon kann man doch die Archivlösung daneben noch genauso behalten. Es ist doch am Ende des Tages Öffentlichkeitsarbeit, Demokratie und Transparenz doch der wichtige Gedanke. Und den vermisse ich bei Ihnen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede des Abgeordneten Gagel. Als nächsten Redner darf ich nach vorne bitten Herrn Abgeordneten Rudolph. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Wagner, weil Sie das ja in einer vorausgegangenen Debatte gesagt haben, same procedure as every year. Ich finde übrigens bemerkenswert, des seit 19 Tagen im Landtag befindlichen Kollegen Herrn Martin, dass er schon klar auf Linie bei den GRÜNEN gebracht ist. Die gleichen Argumente wie in der letzten Wahlperiode. Da erdreisten sich die Oppositionsfraktionen FDP, LINKE und SPD, einen Antrag zu stellen, Livestream einzuführen. Das ist schon wahrscheinlich für Sie eine Majestätsbeleidigung, wenn ich mir die Beiträge so anhöre. Ein Livestream, den wir mal eine Zeit lang hatten, zugegeben, FFH rund 6.000 €, ziemlich ruckelig, technisch sicherlich nicht perfekt und ausbaufähig, und hatte auch wenig Zuhörer. Ja, das ist so. Das Angebot war vielleicht auch nicht gut genug. Kannte man hier mal drüber nachdenken. Dann kam derjenige, dem das von Anfang an nicht passte, das war der Abgeordnete Kaufmann der GRÜNEN, der, wenn nichts mehr einfällt, bei ihm das Geld immer wichtig ist. Wissen Sie, beim Geld haben Sie auch eine merkwürdige Haltung. Wenn Sie zwei zusätzliche Staatssekretäre einrichten, ein Ministerium, Bedienstete, wenn Sie mal 700.000–800.000 € ausgeben, spielt das alles keine Rolle. Kein Problem. Wenn das höchste hessische Parlament sagt, wie können wir die Öffentlichkeitsarbeit verbessern,
Wie können wir das machen, was im Bundestag und in anderen Landtagen mitteleuropäischer Standard ist? Ich lasse jetzt einmal die Kreisebene weg, weil das sind ehrenamtlich Tätige. Deswegen würde ich das auch schon ein bisschen differenzierter sehen. Da gibt es andere Möglichkeiten und andere Dinge. Wie kann ich das attraktiver machen? YouTube will keiner YouTube abschaffen. Das ist vielleicht eine gute Ergänzung, drei Tage später das nachzuschauen. Aber wir leben davon der spontanen Debatte. Das müssen wir da aktuell erleben können. Und da kommen Sie drei Tage später. Ich habe manchmal den Eindruck, Sie haben Angst, dass man Sie live erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, mit Ihnen kann man ja über so Dinge gar nicht reden, Herr Kollege Wagner. Das war, was den Parlamentsbetrieb betrifft, Öffentlichkeitsarbeit, wie wir Enquetekommissionen begleiten, wo die Öffentlichkeit nicht daran teilnehmen kann. Wir müssten auch mehr tun bei Besuchergruppen. Schauen Sie einmal das an, was der Deutsche Bundestag macht, was die Bundestagskollegen an Möglichkeit haben, Besuchergruppen einzuladen. Bei uns liegt vieles im Argen, aber das kostet auch einen Euro Geld. Demokratie, die transparent ist, vermitteln soll, informieren soll, darf auch einen Euro kosten. Die Regierung gibt auch Geld für Öffentlichkeitsarbeit aus. Warum nicht dieser Landtag? Warum nicht dieser Landtag? Und dann kommt der glorreiche Antrag. Wir sollen prüfen bei anderen Landtagen, beim Bundestag, im Europaparlament. Die UNO haben Sie noch vergessen. Die UNO haben Sie noch vergessen. Müssen wir auch noch prüfen, ob die einen Livestream haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt doch, ich weiß doch, wie die Debatte ausgeht. Sie wollen es nicht. Sie wollen es im Kern nicht. Ja, es kostet Geld. Ja, wir wollen, dass dieser Hessische Landtag im 21. Jahrhundert transparenter wird. Ja, wir wollen einen Livestream, der technisch auf der Höhe ist, der attraktiv gestaltet ist. Und dann komme ich zum Thema Barrierefreiheit. Ja, natürlich haben wir die Zahlen gehört, und die sind hoch. Aber wenn wir über das Thema Inklusion und Barrierefreiheit reden, dürfen wir das nicht nur nach Geld bemessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht nur nach Geld bemessen. Und deswegen werden wir unseren Antrag in den Ausschuss geben, den Ihrigen auch. Dann können wir es vielleicht einmal in Ruhe beraten, wie kriegen wir was hin. Aber nach den Debattenbeiträgen von CDU und GRÜNEN, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich habe da ehrlich gesagt keine große Hoffnung mehr, weil wir haben uns halt erdreistet, diese Idee erneut aufzugreifen. Und deswegen werden wir an der Stelle auch einmal sehen, wie ernst das gemeint ist. Aber dass wir alles prüfen müssen, das ist ziemlich absurd. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Ich finde, wer sich nicht verstecken muss vor der Öffentlichkeit, der kann das transparent machen, passgenau, sekundengenau. Das, was Sie wollen, ist kein offener Landtag. Und deswegen gilt für mich die These, Sie wollen das im Kern nicht. Und deswegen hätten Sie sich das auch mit der Digitalisierung alle sparen können. Weil Sie sind sonst auch nicht so zögerlich, was Sie einen Stab an Ministerbüros und M-Büros haben und Pressedingen. Also da sind Sie nicht kleinlich mit Broschüren und was Sie alles machen. Also da ist Jotsch. Sie sind auch in den Blogs unterwegs. Sie machen mit vielen Mitarbeitern viel Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ich finde, Kameras auf dem Rednerpult, wie bei der ersten Sitzung des Landtages, ich finde, dass die erste Gewalt in diesem Land, der Hessische Landtag, genauso das Recht hat, sich zu präsentieren, parteiübergreifend. Und deswegen ist das ein vernünftiger Antrag. Aber nach den Reden von CDU und GRÜNEN habe ich wenig Hoffnung. Vielen Dank. Als Nächster hat sich Herr Lenders von der FDP zu Wort gemeldet. Ich habe nur gesagt, um täglich grüßt das Murmeltier. Keine Kommentierung. Gut. Was wir gemerkt haben, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ist nach diesen jetzt fast zwei Tagen, es ist nicht mehr die 19. Legislaturperiode. Wir haben die 20. Legislaturperiode, und dieser Hessische Landtag ist in der Tat deutlich anders. Manche Dinge ändern sich Gott sei Dank nie. Da ist auf Herrn Staatsminister Al-Wazir Verlass. Dazwischenrufen, dumme Kommentare machen, kann er immer noch, auch von der Regierungsbank. Meine Damen und Herren, wir sind ja, ich habe nicht damit angefangen. Ich habe nicht damit angefangen. Herr Kollege Wagner, meine Damen und Herren, ich glaube, für Transparenz tut dieser Landtag eine ganze Menge. Wir haben einen sehr offenen Plenarsaal. Wir laden Menschen zu uns ein. Wir haben Besuchergruppen da. Wir versuchen, unsere Presseabteilungen möglichst dahin zu bekommen, dass viele Journalisten über unsere Arbeit
berichten. Und leider muss man ja feststellen, es ist meist bei der Landespolitik nur mit überschaubarem Erfolg gesegnet. Und wenn wir uns fragen oder wenn wir uns selber fragen, tun wir eigentlich wirklich alles, damit die Menschen von der Arbeit des Hessischen Landtages, von der höchsten Volksvertretung in diesem Land etwas mitbekommen, dann müssen wir einfach einmal feststellen, nein, wir tun nicht alles. Wir tun nicht alles das, was wirklich möglich wäre. Und meine Damen und Herren, Herr Kollege Martin, Sie sind jetzt neu dabei. Ich fand es jetzt auch bemerkenswert, wie schnell Sie sozusagen in die Sprechblasen Ihrer Fraktion aus der 19. Fraktion verfallen sind. Aber, meine Damen und Herren, es ist nicht eine Frage, ob wir mit unserem Antrag einfach sagen, wir wollen den alten Livestream, so wie er war, einfach fortsetzen, sondern es ist eine Grundsatzdiskussion eben darüber, ob wir einen Livestream, die modernsten Techniken nutzen wollen, ja oder nein. Und da würde ich jetzt auch nicht gleich so verfallen, dass ich sage, dass der Antrag von BÜNDNIS 90 und die GRÜNEN und CDU jetzt da ein klarer Abfuhr wäre. So habe ich den Antrag nicht verstanden. So ein klares Nein ist das nicht. Von daher, ich hoffe immer auch das Gute im Menschen, glaube ich, dass wir das auch im Ältestenrat dann vernünftig diskutieren können. Aber eins, Herr Kollege Wagner, muss man nun leider auch sagen. Es war tatsächlich in der 19. Legislatur, wir hatten einen Versuch gestartet. Es waren die Zuschauermengen nicht so richtig überzeugend. Stimmt. Haben wir das richtigste Angebot gemacht? Na ja, zumindest hat sich die Technik fortentwickelt. Und ich glaube, dass wir das auch prüfen können. Da gibt es nämlich z.B. neben YouTube auch mittlerweile Angebote von Wikipedia, die das dann auch viel, viel moderner und zeitnah machen können. Und ich glaube, was anderes wollten hier SPD, FDP und LINKE auch überhaupt nicht. Es ging eigentlich gar nicht darum, alte Debatten wieder aufzuwärmen. Aber eines müssen Sie sich halt gefallen lassen. Damals war es vor allen Dingen der Kaufmann, der gesagt hat, Kostennutzung bringt nichts, Barrierefreiheit wird noch teurer. Ihre Konsequenz als GRÜNE war, dann hat es etwas mit Transparenz. Wir kriegen die Barrierefreiheit nicht hin. Also stellen wir das Ding einfach komplett ganz ein. Das war Ihre Logik davon. Einfach komplett einstellen. Meine Damen und Herren, da haben Sie es verdammt einfach gemacht. Da haben Sie es verdammt einfach gemacht. Wenn wir jetzt weiter sind in der 20. Legislaturperiode und vielleicht einfach auch mal heute Abend irgendwo ein Bier trinken gehen und alle mal ein bisschen verbal auch wieder abrüsten, dann hat vielleicht die Chance, dass ein dringlicher Antrag einfach auch mal wieder als dringlich gesehen wird, dass wir nicht Grundsatzdebatten über Dringlichkeit hier führen müssen und dass wir uns auch nicht schwindelig darüber reden müssen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen wollen als Hessischer Landtag, dass wir auf Augenhöhe mit einer Landesregierung agieren wollen. Und dann sollte es auch möglich sein, auch wieder so einen Livestream hier im Hessischen Landtag einzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die LINKE, der noch 2 Minuten und 13 Sekunden verbleiben, hat sich Herr Schaus gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da von allen Fraktionen außer den GRÜNEN die parlamentarischen Geschäftsführer oder diejenigen in der Debatte waren, die die Geschichte des Livestreams hier kennen, außer bei den GRÜNEN, sage ich mal, habe ich mich auch noch einmal zu Wort gemeldet. Es ist Ihr legitimes Recht, in die Diskussion zu schicken, wen Sie wollen. Das ist völlig klar. Das ist gar keine Frage. Nein. Moment. Ja, Moment. Es hört auch einmal auf, hier zwischenzureden, Herr Minister. Nein, nein, nein. Ich bitte von der Regierungsbank aus keine Bemerkungen und Anmerkungen. Ich stelle das nur fest, aber die Feststellung alleine scheint Ihnen schon weh zu tun. Ja, ja, ja. Ich wollte damit sagen, dass der Kollege natürlich die Vorgeschichte überhaupt nicht kennt. Und zu dieser Vorgeschichte. Ja, ja. Und zu dieser. Nein, dann kommt er natürlich auch zu Aussagen, die aufgrund der Vorgeschichte er gar nicht machen kann. Und einer der Punkte ist z.B., Herr Wagner, dass wir seinerzeit bei der Einführung des Livestreams sehr skeptisch waren. Skeptisch deshalb, weil die Übertragung dem Radio FFH und nicht dem HR vorgenommen werden sollte. Und dass
der Livestream nicht gut funktioniert hat, also weil Sie ja die Zahlen angesprochen haben der Zuschauer, das ist auch bekannt. Das hat möglicherweise ja was damit zu tun, dass wenn viele Leute im Livestream waren, sozusagen das ausgesetzt hat und dadurch sozusagen die Attraktivität dieses Livestreams, der hier schon einmal bestanden hat, nicht so war, wie wir das erhofft haben. Also insofern sind reine Zahlen und Fakten, und das wollte ich nur sagen, das will ich dem Kollegen gar nicht vorwerfen, ich will es Ihnen nur sagen, ja, wie die Diskussion war, reine Zahlen und Fakten von Zuhörern, die sind an dieser Stelle nicht aussagekräftig, denke ich mir, weil es kommt natürlich darauf an, dass es ein System gibt, das auch funktioniert und das auch dann funktioniert, wenn mehrere Tausend Leute da drin sind. Und vielleicht ist das ja in anderen Ländern besser gelöst. Im Übrigen war es in der Tat so, dass wir gar keine Probleme hatten mit dem Livestream, weil der hat nur 6.000 € gekostet. Das Problem ist dann aufgetaucht, als die Gebärdensprache dazu kam. Und die sollte 130.000 € kosten. Nun kostet das natürlich auch entsprechend etwas. Herr Schaus, ich bitte Sie, zum Ende zu kommen. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Frau Präsidentin, mein letzter Satz. Und das war der Punkt, wo dann seitens der GRÜNEN auf Kostengründen die Abschaffung des Livestreams betrieben haben. Also lassen Sie sich nicht einfach vorführen von Ihrer eigenen Fraktion. Als folgender Redner hat sich Herr Gagel für die AfD für die restliche Redezeit noch einmal zu Wort gemeldet. Eine Minute. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will noch auf eines hinweisen, das habe ich noch vergessen. Mit den 120 Personen, die das damals angeschaut haben, 2014, das mag ja so gewesen sein, aber da waren Sie ja auch hier. Jetzt ist ja die AfD im Parlament, und da sage ich Ihnen, es werden viel mehr werden. Danke. Meine Damen und Herren, es wurde beraten, dass der Antrag der SPD, Freien Demokraten und der LINKEN gemeinsam mit dem Dringlichen Entschließungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur weiteren Beratung an den Ältestenrat überwiesen wird. Wer dem so zustimmt, davon gehe ich jetzt aus.